Die beste Filmmusik, und zwar Filmmusik ist ganz wichtig, das bringt den Film in eine andere Dimension. Und zwar wird ein Film dadurch auch nicht nur durch die Geräusche, sondern auch die Musik drei- und teilweise sogar vierdimensional. Und ich will euch da auch jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen, weil ich ja auch gleich weg muss, muss noch arbeiten. Ich kann nur sagen, was wäre die Filmmusik ohne den Film und was wäre ohne... Entschuldigung. Nein, hier zum Beispiel die Musik. Manchmal ist es nur so ein Ton, der dann ganz wichtig ist. Ne? Manchmal aber auch eine ganze Band, wie so eine Big Band hier zum Beispiel. Der Partyschreck ohne die Aufnahmen mit dem Saxophonisten. Da kann man sich das gar nicht, das wird dann alles noch viel verbessert. Ne? Durch Musik wird das verbessert. Aber man kann auch verschlimmbessern oder verschlechtern. Es sind Filme, da drehe ich dann den Ton ab, weil die Musik so mies ist, dass ich dann fast schon umschalte. Also wenn ich vom Fernseher, dann schalte ich dann um und dann gucke ich dann mit den Tieren, die Giraffe und diese Sachen. Ne? Aber Filmmusik zum Beispiel. Spiel mir das Lied vom Tod. Ist doch ganz, ganz berühmt. Und das prägt sich ein. Das nehmen wir unser Leben lang mit, so Melodien. Oder auch la 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 na 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 na. Das ist Pippi Langstrumpf. So, und jetzt ich finde als ein was? Sind Hasen, aber man scheint kleiner Top-Rechner-Kofons. Ist Wahnsinn. Entschuldigung. Und das sind die Minierten. Mats. Ja, dann mache ich mal den Briefumschlag auf. Der ist ja sogar versiegelt, wie ich sehe. Ja, da kriegt nur einer. Die Lola für die beste Filmmusik geht an Matthias Klein. Für den Film Das Lied in mir. Also ich hatte damit natürlich nicht gerechnet und ich bin jetzt tatsächlich etwas überrascht. Aber ich bedanke mich ganz herzlich und versuche das jetzt mal zu verarbeiten und freue mich natürlich ganz besonders, dass ich aus
diesen berufenen Händen diese Lola hier bekomme. Und ich bedanke mich in erster Linie beim Vertrauen, das mir der Regisseur vom Das Lied in mir entgegengebracht hat, Florian Kossen, dass wir in einer sehr vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit diese, wie ich finde, jetzt auch sehr gelungene Musik zusammen zustande gebracht haben.